Sequenz Beine und Po. Komm in die Haltung des Kindes bei Lasana, leg die Stirn am Boden ab. Und falls dein Stirn nicht am Boden ankommt, leg dir eine Decke oder einen Yoga-Block darunter. Lass die Schultern zum Boden sinken und dein Gesäß Richtung Fersen fallen. Lenk deine Konzentration auf deinen Atem. Atme ein, streck deine Arme nach vorne und mit der Ausatmung lass die Hände schwer am Boden ankommen. Einatmen, kommt auf die Fingerkuppen und wandert etwas mehr nach vorne, schafft Länge. Und ausatmen, Hände schwer am Boden ablegen. Noch einatmen, kommt auf die Fingerkuppen und wandert etwas vor, schafft Platz. Und ausatmen, dehn dich einfach in die Seiten etwas aus. Mit der nächsten Einatmung roll dich nach vorne in ein Hohlkreuz, der Bauch sinkt Richtung Matte. Mit der Ausatmung lass den Rücken rund werden für den Katzenbuckel. Einatme für das geführte Hohlkreuz, ausatmen Katzenbuckel. Einatmen geführte Hohlkreuz, Herz zieht vor und ausatmen Wirbel für Wirbel in den Katzenbuckel. Einatmen geführte Hohlkreuz. Und ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, neutraler Vierfüßler. Nacken ist lang und die Finger schieben den Boden weg. Mit der Ausatmung zieh den Nabel leicht nach innen, dass du geführt gerade wirst, wie ein Tisch. Mit der Einatmung streck dein rechtes Bein in die Luft nach hinten weg und flex deinen Fuß und schick die Ferse nach hinten. Atme tief ein. Das Bein ist parallel zum Boden und mit der Ausatmung zieh den unteren Bauch leicht nach innen. Und strecke jetzt deinen linken Arm auf Ohrhöhe aus. Tief ein hier und ausatmen, zieh das Knie und deinen linken Arm zur Brust ran. Atme ein, mach dich wieder lang. Und ausatmen, Knie nach vorne zur Nase oder Stirn, Ellenbogen neben dem Körper. Wieder lang ein und ausatmen, nochmal ganz krumm werden hier. Einatmen, wieder Länge finden. Ausatmen, Knie ist es Stirn. Einatmen, Länge finden. Findet Länge hier. Und stelle jetzt nur den Hand unter dem Schulter wieder ab. Und nun winkle dein Knie an und pointe deinen Fuß nach oben und mach 20 kleine Wippbewegungen. Das ist recht spürbar ins Gesäß, aber genau daran wollen wir ja auch arbeiten. Kleine feine Wippbewegungen hier machen. Fuß ist gerade zur Decke gepointet. Und das Knie wieder hüftbreit unter der Hüfte abstellen. Atme ein für geführtes Hohlkreuz, Herz nach vorne und atme aus Katzenbuckel. Atme ein, stülpe deine Zehen um und mit der Ausatmung schieb deinen Po nach hinten auf die Fersen in eine Variante der Haltung des Kindes. Die Fußsohlen öffnen, den Kopf fallen lassen und die Handgelenke entlasten hier. Kleine Kreisbewegungen machen. Die Fußsohlen gut ausdehnen. Und mit der Einatmung komm nach vorne in den Vierfüßler, leg deine Fußrücken wieder flach am Boden ab. Atme ein, streck dein anderes Bein nach hinten und den anderen Arm nach vorne. Entgegengesetzte Seite. Und auch wieder hier, Knie ist im Stirn, Ellenbogen neben dem Körper. Und einatmen, die ganz lang machen.
Ausatmen, Knie, Stirn, Ellenbogen neben dem Körper. Und einatmen, wieder Länge finden hier. Und wieder rund. Einatmen, wieder Länge finden. Und ausatmen, wieder ganz rund werden. Und wieder ganz lang. Ganz rund werden. Einatmen, ganz lang. Und ausatmen, ganz rund werden. Knie, Stirn, Ellenbogen neben Körper und einatmen, wieder lang. Und noch einmal ganz rund werden. Einatmen, ganz lang. Und stelle hier deine Hand am Boden ab und winkel jetzt dein Bein an, pointe deinen Fuß Richtung Decke und mach auch hier kleine Wippbewegungen für das Gesäß. Stärk das Muskulatur. Kleine Wippbewegung. Und der Fuß gerade hoch zur Decke pointen lassen. Und mit der Ausatmung setzte das Knie wieder am Boden ab. Und letztes Mal geführtes Hohlkreuz. Und wieder umkehren aus. Und neutraler Rücken. Atme ein, streck ein Bein nach dem anderen nach hinten aus. Setz die Füße auf den Fußballen auf. Schultern sind über den Handgelenken für die schiefe Ebene. Atme hier vollständig ein und kipp dein Becken und hebe jetzt deine rechten Fußsäger 10 cm vom Boden ab. Bleibe hier, lass es kochen. Wenn der Körper zittert, ist es richtig. Tief und ruhigen Ujjayi, dranbleiben und wieder abstellen. Und jetzt den anderen Fuß heben und für 3 Atemzüge hier bleiben. Findet Länge. Und abstellen. Und nun beuge deine Knie und schiebe dich in den ersten herabschauenden Hund. Du kannst deine Knie gebeugt lassen, wenn der Rücken sich sonst rundet. Oder mit der Zeit langsam die Beine strecken. Mit der Einatmung komm einmal auf deine Fußballen. Ausatmen, Knie beugen, Fersen langsam zum Boden schicken. Roll nach vorne ein, die schiefe Ebene. Und ausatmen, zurück in den nach unten schauenden Hund. Vorfließen, einatmen. Ausatmen und zurückschieben. Und vorfließen, einatmen. Und ausatmen, zurück in den nach unten schauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Hände in den Boden pressen. Arme sind gestreckt. Wirbelsäule ist lang und gerade und Steißbein zieht hoch zur Decke. Gerne die Knie beugen, um eine Ründung aus dem Rücken zu nehmen. Sonst will deine Ferse Richtung Boden. Hier tief und ruhig atmen. Den Hund beruhigt unser Nervensystem. Und beugt die Knie, wandert langsam nach vorne zum Anfang der Matte, hüftbreit. Knie beugen, Ellenbogen greifen und den Kopf baumeln lassen. Lass die Arme los, schüttel den Schultern aus und den Kopf. Dann beug die Knie für die halbe Vorbeuge. Setze deine Fingerkuppen entweder am Boden oder auf deinen Oberschenkel. Atme ein, streck deinen Rücken. Der Nacken ist lang und mit der Ausatmung Handflächen Richtung Boden, Beine langsam strecken. Einatmen, die halbe Vorbeuge, Rücken ist lang. Und ausatmen in die ganze Vorbeuge, Kopf hängt. Noch einatmen in die halbe Vorbeuge, Rücken ist lang und ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, die Arme über die Seiten nach oben und Handflächen zusammen, ausatmen, Hände ins Namaste. Für die Bergposition schließe deine Augen, entspanne die Schultern, die Beine sind wach, die Knie nicht überstrecken, dann eher leicht gebeugt lassen.
jeglichen Druck rausnehmen. Öffne deine Augen und wenn dein Rücken in Ordnung ist, bring die Füße zusammen bis auf die Fersen. Und kommt jetzt in Utkatasana den Stuhl. Beug die Knie, als ob du dich auf einen Stuhl setzt und streck deine Arme entlang der Ohren oder diagonal nach vorne. Und mit der Ausatmung in die Vorbeuge nach unten, ein halber Vorbeuge, ganze aus. Und einatmen zurück in den Stuhl, tief setzen und wir bleiben diesmal hier. Mit der Ausatmung Po tiefer. Und gerne die Arme jetzt parallel zum Boden, falls es eng wird im Nacken. Einatmen hier. Und ausatmen in die Vorbeuge. Atme ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Und ausatmen, ganzer. Atme ein, zurück zum Stuhl. Und ausatmen, streck deine Beine. Hände vors Herz. Tadasana, die Berghaltung. Für die Kutscherposition stelle dich 1 Meter breit seitlich auf deine Matte. Die Zehen zeigen nach außen, beug deine Knie und kipp dein Becken und setz dich in der Luft gefühlt auf einen Hocker. Nimm die Hände vors Herz, atme ein hier, Rücken lang und ausatme Becken kippen und zieh dein Sitzknochen gefühlt zueinander. Mit der nächsten Einatmung hebe deine Fersen und ausatmen, stell dich wieder ab. Einheben und ausatmen, abstellen, finde dein Balance. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule hier und such dir einen Fokuspunkt. Einheben, aus, abstellen. Einheben, aus, abstellen. Und trete jetzt am Anfang der Matte und die Beine ausschütteln. Füße parallel zueinander, erde deinen linken Fuß und zieh dein rechtes Knie so weit wie möglich zu dir ran. Und kreise dann dein Fußgelenk in die eine Richtung und in die andere. Verschränk deine Finger unter dem Oberschenkel. Diesen Griff wechseln wir gleich zwischendurch. Mit der Einatmung streck dein Bein so gut es geht nach vorne und Ausatmung Knie wieder beugen. Einatmen strecken, ausbeugen. Einatmen strecken, ausatmen beugen. Achtung, löse den Griff, atme ein, fliege in den Krieger 3. Bein gleitet unter dir durch nach hinten, Rücken lang. Rücken und Bein parallel zum Boden. Mit der nächsten Ausatmung komm zurück zum Stehen, unterm Oberschenkel das Knie greifen und zu dir ranziehen. Einatmen, Bein strecken, ausatmen, beugen. Einatmen, zurück in Krieger 3. Und letzte Runde einatmen, Bein strecken, aus, Knie beugen. Einflieg zum Krieger 3 und aus nach vorne. Noch einmal strecken ein und beugen aus. Löse jetzt die Hände. Und wieder alles abstellen. Schüttelt die Beine aus. Arme und Hände ausschütteln. Und dann gehen wir zur anderen Seite. Erde deinen rechten Fuß und zieh dein linkes Knie zu dir ran. Kreis dein Fußgelenk in der einen Richtung und in der andere und verschränk deine Finger unter dem Oberschenkel. Mit der Einatmung streck dein Bein nach vorne und mit der Ausatmung beug dein Knie. Nochmal, strecken ein, beugen aus, strecken ein, und beugen aus. Wieder aufpassen, löse den Griff, atme ein, fliege in den Krieger 3 auf die andere Seite hier. Und ausatmen, komm zurück zum Stehen, unterm Oberschenkel das Knie greifen, musst du dir ranziehen. Einatmen, Bein strecken, ausatmen, beugen. Und wieder zurück einatmen in den Krieger 3. Und nach vorne kommen, ausatmen. Einatmen, Bein strecken, ausatmen, Knie beugen, ein zurück in den Krieger 3, ausatmen nach vorne, einmal strecken,
und beugen aus. Löse jetzt die Hände, bleib hier stehen, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und ausatmen, alles wieder abstellen und schüttel dich etwas aus. Komm zurück ins Stehen, einatmen, Arme über die Seite nach oben und ausatmen ins Namaste. Einatmen, Arme über die Seite nach oben, Blickfalt und ausatmen, komm in die Vorbeuge. Atme ein, Rücken lang für die halbe Vorbeuge und mit der Ausatmung tritt zurück in den herabschauenden Hund. Und bleibe hier für 5 tiefen Ujjayi-Atemzüge. Lass den ganzen Druck raus, dehn deine hintere Seite vom Körper komplett aus. Und gerne die Knie beugen, um Länge zu schaffen in die Wirbelsäule. Du kannst auch auf die Stelle etwas laufen. Senk die Knie zum Boden ab für die Haltung des Kindes. Gib dein Gewicht am Boden ab. Und wenn du möchtest, kannst du dich gleich bereit machen für Shavasana, die Endentspannung, oder wir machen gemeinsam weiter. Für Shavasana, roll Wirbel für Wirbel nach unten im Liegen, Handflächen zeigen nach oben, entspann den Körper komplett, schließ die Augen und lass es gut sein. Show.